Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Heart's Medicine in der Apotheke. Wir haben das letzte Kapitel erreicht. Wir haben es erreicht. Und ich habe auch ein paar Aufgaben nachgeholt, wo mir die Prüfung mit den Diamanten noch gefehlt hat. Das mache ich immer offscreen, weil das wird ansonsten zu langweilig, zu lang. Und das will auch keiner sehen, wie ich alles perfekt meister. Deshalb habe ich neue Diamanten. Und, sorry, wenn ich mir so komisch gerade rede. Ich esse gerade einen Bonbon. Und ich habe 7 Diamanten und als allererstes möchte ich das hier oben diese Lampe freischalten. Sanfte Beleuchtung, genau das braucht man hier. Yay. Ja, das ist echt eine schöne Beleuchtung. Guck mal, so kleine Bobblies. So, ich würde vorschlagen, wir legen los. Die nächste Station heißt, ich blättere nur mal durch. Lass 20 Patienten 10 Zeitschriftenständer benutzen. Okay, machen wir. Oh Mann, Danny ist immer noch auf Entzug wahrscheinlich. Ach Ruth, die ist irgendwie stolz auf uns, oder? Was macht dein Lieblingsabhängiger? Alter, was für ein fieser Spitzname, Leute. Er fühlt sich schon besser. Wie geht es dir? Tja, die Apotheke ist wieder gefüllt und alles läuft prima. Ich bin sehr glücklich. Wusstest du schon, dass heute dein letzter Arbeitstag in der Apotheke ist? Okay, dann lass uns anfangen. Yay. So, die geht mal eben zum Zeitschriftending. Sie gehen zum Zeitschriftending. Dann können sie dahin, dahin, dahin. Wir müssen das ja nur bei 20 Leuten schaffen. Also alles cool. So, der braucht eine Spritze. Oh, die habe ich jetzt sofort dahin geschickt. Na, ist egal, die hat eh nicht so viele Herzen. Ja. Irgendwie voll die traurige Musik jedes Mal in diesem Krankenhaus. So. Klack, 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 klack. Wir schütteln einmal die davor an Zeitschriftenständer. Und jetzt hier hin. Oh, ich habe Oliver gehört. Nein, 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 ich sehe Oliver nicht. Oh nein. Scheiße. Oh nein. Gott, hoffentlich kommt er nochmal. So. Oh Gott, er will... Tabletten. Nein, das mit Oliver. Hier sind so viele Leute gerade am Warten. Ah, scheiße. Da brauche ich erst die. Oh Gott. Wie dieser Zeitschriftenständer alles schon verändern kann, dass man verwirrter ist. Oh nein. So. Ich habe wieder Oliver gehört. Wo ist Oliver? Ich sehe dich. Oh nein. Ich sehe dich. Scheiße. Oh nein. Die ganzen Patienten gehen mir gerade hops. Ich hoffe, ich krieg noch eine Chance. So, mal eben das Rezept raussuchen. Oh mein Gott, ich verkack das gerade irgendwie demonstrativ. 1A. 1A GV, wie du das hier machst. Oh Mann. Kommt noch einmal Oliver oder habe ich jetzt... Wenn ihr Oliver gesehen habt, bitte schreibt es mir noch in die Kommentare. Das wäre echt super. Ich habe den gerade echt nicht gesehen. Also heftig. Hier standen so viele Leute. Ich habe ihn... Da! Bei mir! Da bei mir ist er! Oh mein Gott! Wo war er denn davor? Ich habe den echt nicht gesehen. Oh nein, nicht das. Oh. 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 Okay. Überhaupt nicht durchgeknallt. So. Die braucht ihre Tabletten. Der hat schon lange genug gewartet. Oh Gott. So. Den lasse ich mal nicht extra warten. Der braucht eine Wärmflasche. Die braucht eine Spritze. Okay, wie viele noch? 4 Stück.
4 Stück. Okay. Die braucht den Medizinkoffer. Ach scheiße, da muss ich... Oh, da muss ich essen lassen. Nein, die hätte ich doch an den Ständer... Oh, an den Ständer schicken müssen. Oh Gott. Ich hoffe, es kommen noch genug. Unsere Schicht läuft aber eigentlich noch lange genug. Ist dahin. Dann dahin. Oh, ein Herz vorm Ausstanzen. Oh nein, 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 nein. Hammer. So. Der möchte es. Habe ich es geschafft? Oh, wunderbar. Ja, dann jetzt scheiß auf den Ständer. Die können wir alle nach Hause schicken. Oh, meine Sternchenzahl sah schon mal echt besser aus. Ich weiß nicht, ob ich 3 Sterne noch in der Zeit schaffen sollte. 2 auf jeden Fall. Der Bus nochmal ins Labor. Oh. Okay. Ich bin gerade mega konzentriert, deswegen rede ich auch gerade nicht so viel. Aber ich schaffe die 3 Sterne noch nie. Ach Mann. Ja, meine Schicht ist gleich zu Ende. Kacke. Das heißt, wieder eine Runde offscreen spielen. So. Die können wir entlassen. Reicht das noch für 3 Sterne? Ich weiß nicht. Oh Gott, wenn ich jetzt alles richtig mache, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Komm schon, einer muss doch in die Schicht reinkommen. Yes. Yes. Einmal so. Zack. Einmal noch hier der Koffer. Und jetzt schauen wir mal. Nein! 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 Ich krieg zwar den Diamanten, weil ich die Zusatzaufgabe gemacht habe, aber guckt euch das an! 443 Punkte von 500. Och nö! Och nö! Och Mann! Ja. Na gut, das nächste Mal habe ich ja die Zusatzaufgabe nicht mehr. Dann geht das nochmal ein bisschen besser. Aber wie ärgerlich ist das denn? So, jetzt kommen wir in die Notaufnahme. Heute geht's in die Notaufnahme. Ist ja geil. In die Notaufnahme. Du nähst Wunden, entfernst Glassplitter, kümmerst dich um die mit den Krankenwagen angelieferten Patienten und wirst dabei von der süßen Sophia ausgebildet. Die süße Sophia. Ach, Ruth. Ich denke, das war's. Ich habe nicht einmal gefragt, wohin du als nächstes gehst. Ich weiß es selber nicht. Da muss ich mal einen Plan nachsehen. Ich gehe in... die Notaufnahme! Yay! Dann wird es dir gefallen! Da lernt man wirklich wichtige Sachen. Komm doch bei Gelegenheit wieder vorbei, Allison. Da wirst du dich nicht lange... Da wirst du nicht lange warten müssen, Ruth. Wir werden gleich morgen zusammen zum Mittagessen. Was hältst du davon? Tschüss! Ach, die Ruth. Und die werde ich echt vermissen. Was ist mit Ruth? Was ist mit Ruth? Da ist der Brief. Was ist... Was ist denn da jetzt los? Oh mein Gott, was ist mit Ruth? Oh nee. Okay, das fand ich gerade irgendwie mega beunruhigend. Krass. Ja. Wie sieht's mit der Zeit aus? Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal eine kurze Folge und starten morgen ganz, ja,
frisch in die neue Aufnahme rein, also in die Notaufnahme. Für mich ist es nur eine Aufnahme, habt ihr gemerkt, ne? Wortspiel. Ja, und ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis morgen. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.